Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Unileben. Und ja, in der letzten Folge hatten wir wohl einen Mitbewohnerstreit. Das legt sich auch so fast irgendwie mehr oder weniger. Wir haben erfahren, dass der Tim keine Fitness mag, ist auch in Ordnung. Und die liebe Hilda, die hat sich endlich mal irgendwie geschafft zu verbessern. Und dann hat sie aber wieder Verbesserungsdaten, die sie runterladen kann. Und dann bin ich mal gespannt. Ich finde es irgendwie doof, die Ausdauer ist immer im Arsch irgendwie. Wird die dann, durch was wird die denn verbessert? Wir haben schon Stufe 5 mit Hilda erreicht. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann auch einen Punkt geben wird. Wodurch dann Hilda auch noch mehr Ausdauer, dass das irgendwie nicht auffällt, dass die runtergeht. Nicht, dass die dann in der neuen Woche, in der neuen Uni-Woche dann gleich wieder abkackt. So, und du kannst einfach nur in deinen Laptop. Och Mann, jetzt lass doch dein Dings mal in Ruhe. Geh mal ein bisschen schlafen. War ein anstrengender Tag. So, weil der Fabio muss ja endlich auch mal fertig werden mit den Abschlussarbeiten. Weil, der fängt ja erst frisch an. Aber ich möchte halt gerne die Sachen dann auch erledigt haben. Dafür ist das Wochenende ja hier im Unileben da, dass man da die ganzen Sachen aufholt oder vorbereitet für die neue Woche. Außerdem musst du noch eine Menge Hausaufgaben machen. Abschlussarbeiten schreiben. Du jetzt auch noch. Weißt du, du kannst auch nicht gerade stolz auf dich sein. Geh mal hier dich mal ein bisschen frisch machen. Weil wir müssen mit dir immer noch... Gut, du hast eine Fähigkeit tatsächlich erreicht. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast Zusatzhausaufgaben. Ja gut, so ein bisschen stolz kannst du sein. Aber wie wäre es, wenn du dann tatsächlich an deinen Fähigkeiten arbeitest? So, du hast auch hervorragende Arbeit geleistet. Dann kannst du auch schon mal dingsen gehen. Wollte ich mit dir eigentlich auch irgendwas studieren? Weiß ich gar nicht. So, die ist ja fertig mit der Uni. Im Moment zumindest. Ich denke mal, ich kümmere mich jetzt in erster Linie erstmal darum, dass hier das hier abgeschlossen wird. Und als nächstes sollten wir dann tatsächlich unseren Abschluss machen. Werde ich mich auf jeden Fall, wenn sie dann... Was soll das denn? Rico, was willst du denn hier? Och man, lass dich doch nicht ablenken. Wann kann ich denn damit rechnen, dass du durch bist mit deiner Arbeit? Hallo? Nein, du wirst jetzt nicht spielen. Moment, ich muss hier für Pause machen, weil sonst läuft er mir sonst noch wohin. Einreichen. Wie sieht's denn aus? Hervorragend? Schlecht. Das heißt, die werden wir jetzt erst schon mal einreichen. Dann kannst du deine andere Arbeit vielleicht mal überarbeiten. Anstatt dich immer irgendwie ablenken zu lassen. Du bist auch auf dem guten Weg. Deine nächste Fähigkeit zu dingsen, weil das hilft ja auch bei ihren Noten. Ich denke mal, sie wird auch schnell Einser-Oberschülerin, weil ich meine, der Balken steht gerade auf gut. Sie hat Zusatzhausaufgaben gemacht und müsste eigentlich noch ihr Projekt bearbeiten. Ich denke mal, das kriegen wir doch
Wo habe ich das denn jetzt hingeräumt? Ach, da liegt's doch. Das können wir gerne dann am nächsten Tag dann noch erledigen. Das Teil ist Fritte. Ja, das sagst du mir jedes Mal. Deswegen laden wir. Wie lange braucht denn das? Naja. Ja. Ich frage lieber nicht. So, für dich steht am nächsten Tag auch was Tolles an. Deine Abschlusspräsentation bearbeiten. Hausaufgaben machen. Jetzt lass dich nicht ablenken. Ihr macht keinen Fassstand. Perfekt. Ah nee, das hat jetzt nicht gezählt. Ich dachte, das zählt auch zu Fähigkeiten. Ah nee, doch nicht. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 3 zu erreichen. Fähigkeitenbuch. Wo drin bist du denn noch so ganz gut? Kochen. Was soll denn das? Lass mich in Ruhe, du Hummer. Alter. Und mit dir willst du nicht mal ins Bett gehen? Oh Mann. Dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich weiß auch nicht. Bücher lesen. So, was haben wir denn hier? Wir hätten was für die Comedy-Fähigkeit? Forschen und debattieren. Wie wär's, wenn du dich damit mal beschäftigst? Anscheinend bringt Yoga nichts. Zumindest für den schulischen Werdegang irgendwie nicht. Oder müssen wir eine bestimmte auf 3 kriegen? Ach so, das könnte natürlich auch sein. Um Level 3 zu erreichen. Das heißt, wir suchen uns eine Fähigkeit raus. Kochen, debattieren ist halt natürlich irgendwie blöd. Heißt das, dass wir uns tatsächlich um Wellness-Fähigkeit kümmern? Oder tanzen? Also eins von beiden, aber ich glaube eher das Wellness. Jetzt haben die hier schon wieder was gekocht und haben es schlecht werden lassen. Also ich glaube, es geht los. Wer kocht denn hier immer? Ich krieg das nie mit, damit ich es verhindern kann. Außerdem, warum stellen die das denn da hin? Und du machst jetzt Kaffee. Okay. Wenn es denn sein muss. Ach, guck mal, dann kannst du die nächste Abschlussarbeit auch einreichen. Ja, du bist doch schon fertig. So, das heißt, wir sollten eigentlich alle Abschlussarbeiten eingereicht haben. Genau, sehr schön. Heißt, wir werden jetzt erstmal die Präsentation überarbeiten. Dann kannst du auf die Toilette gehen und dich dann erstmal hinlegen, weil wir brauchen deine Energie ja für die ganzen Hausaufgaben, die du noch zu machen hast. So, du bist immer noch sehr beschäftigt, mit den Verbesserungsdaten herunterzuladen und deine Ausdauer ist im Arsch. Ist das nicht schön? Der Rest ist auch schön am Nickerchen machen. Du bist soweit ganz gut vorbereitet. Uni hast du ja im Moment nicht. Ja. Du bist auch auf dem besten Weg. Da werden wir am nächsten Tag. Wobei, du bist doch jetzt eigentlich gut drauf. Heißt, du machst dich jetzt. Warte mal, welche Toilette? Nein, du musst jetzt niemanden bitten beim Saubermachen. Du wirst dich jetzt erstmal selber frisch machen. Und dann, ja, war grauenhaft, grauenhaft. Aber wir schlagen uns hier nicht in der Nachbarschaft. So, jetzt sollten wir die Gelegenheit nutzen und diesen Ding hier entfernen. Aber das geht ja für mich gar nicht. Das darf ich ja nicht, ne? Finde ich doof. Also entweder tatsächlich ein neues Grundstück wählen.
Wäre vielleicht auch an der Zeit so ein bisschen Veränderung. Auf welche Uni geht ihr eigentlich im Moment? Auf Brightchester. Ja, genau, von Brightchester. Und du? Du hast im Moment keine. Du hast auch nichts. Aber die sind doch alle Foxbury Institut. Moment mal. Nein, ich wollte ja eigentlich nur. Wer ist das denn jetzt? Marketer. Hallo! Du sollst deine. Was soll denn das? Ja, das muss ich unbedingt ändern. Habe ich hier irgendwie noch ein Merkmal drin, was irgendwie dafür sorgt, dass die Leute hier irgendwie hinkommen? Sims erledigen nicht nur ihre Hausaufgaben schneller, sondern können auch länger lernen, ohne geistig erschöpft zu sein. Heimisch? Wohngrundstück? Was anderes haben wir ja nicht. Also irgendwie, ja, finde ich das hier sehr interessant. Und du spielst Tischtennis, okay. Du hast ja sonst keine Dings. Du brauchst hier keinen Fassstand zu machen. Du hast andere Pläne heute. Ach, können wir hier immer noch unterrichten? Ja, dann nimm doch Geschicklichkeit. Ich wusste gar nicht, dass sie auch mitten in der Nacht das machen kann. Geil. Dann können wir das ja ruhig machen. Gut, Spaß hat sie jetzt nicht so besonders. Also bevor wir hier ausziehen, werde ich tatsächlich mal gucken, ob wir entweder kommt er mit in den Haushalt. Und nicht als Mitbewohner, damit ich hier auch mal sagen kann, ey Junge, halt doch endlich mal deine Klappe. Nee. Der kann ja ruhig Geige lernen. Was ist denn los? Ja, ich weiß, dein Du platzt gleich. Ich platze ja auch gleich vor Freude. Kein Quatsch mit Soße. Aha. Und danach kannst du schlafen gehen. So, mein Freund. Sag mal, von Tim. Der Tim ist hier immer derjenige, der hier wild rumkocht anscheinend. Also, ja. Ich weiß gar nicht, noch nicht mal, ob der überhaupt studieren geht. Bist du eigentlich? Jacob scheint dieses Lied zu mögen. Ja, gerne. Er ist doch ein Erwachsener, oder? Also, junger Erwachsener, oder? Ja, genau. Ich dachte, er wäre noch Teenager. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Hallo. Wo läufst du denn hin? Hast du deine... Ach, guck mal, die Ausdauer direkt wieder auf Zack. Ich weiß zwar nicht, wo sie hier jetzt hinläuft. Aber wie wär's, wenn du ein bisschen hier drauf tanzen würdest? Also ich weiß ja nicht, wo sie jetzt hingelaufen ist. Ach so, hier hin. Okay, wenn es denn sein muss. Ach so, ja, sie ist ja noch am Unterrichten und danach kannst du dich tatsächlich an Uni einschreiben, weil wir wollen ja das Merkmal hier noch abschließen, bevor sie dann tatsächlich dann Diebi gemacht. Wissen in einer Forschungsarchivmaschine bereitstellen. Haben wir denn eine? Bringt dir das ein bisschen Spaß? Nein, das bringt dir keinen Spaß. Doch, es bringt dir Spaß. Aber es, mit den Nerven am Ende. Wie sieht's denn eigentlich aus mit deiner Verbesserung? Du kannst ja immer noch. Wie wär's, wenn du den Fernseh guckst? Guck mal den Fernseh.
Guck mal, das bringt so viel Spaß, den Fernseher zu gucken. Oh Mann. Ich hoffe, du verbesserst deine Fähigkeit auch schneller. Ich habe ja gehofft, dass wir mit Ashley... Ach, guck mal, unterrichten. Ja, bitte gib ihm Unterricht. Okay, warte mal. Vielleicht gehst du am besten hier auch mal chatten. Vielleicht kannst du da auch über Gefühle blocken. Dann musst du dir das hier unten nicht antun. Und die Ashley, die kümmert sich darum, dass er schnell die Fähigkeit aufbaut. Und du wurdest befördert. Sehr schön. Du gehst jetzt bitte zur Arbeit. Lass doch mal deinen Freund hier auch mal das lernen. Der ist hier gerade am Geige. Dingsen, du musst sowieso bald in die zur Arbeit. Hast du den ersten Band auch noch drin? Finde ich toll, dass sie das machen kann. Ja, du bist auch mit den Nerven am Ende. Aber je mehr du ihm halt hier Unterricht gibst, umso besser wird das dann auch. So, und wann kommt sie endlich rein? Ich meine, heim. Guck mal, sie ist glücklich. Weißt du was? Wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen unterhältst? Und dann... Weiß nicht, dann ist sie auch sozial wieder so ein bisschen gut drauf. Hausaufgaben hast du ja alle gemacht. Also da kannst du jetzt wirklich stolz auf dich sein. Und dann gucken wir, dass wir deine Verbesserung noch vielleicht weiter runterladen, wenn du soweit gut drauf bist. Und dann wird da schon lustige Geschichte erzählen, Klopf-Klopf-Witz, nach Tag fragen, über neuestes Buch reden, jemanden parodieren. Finde ich toll, dass sie das alles beim Tanzen machen können. Da kann sie nämlich ihr soziales Bedürfnis und das Spaßbedürfnis dingsen. Ja. Gut, man kann nicht immer gleicher Meinung sein, ja. Aber man kann es zumindest versuchen. So, und dann, wenn ihr damit durch seid, dann kannst du dich auch mal aufladen. Und danach werden wir deine Verbesserung dingsen. So, was ist bei dir? Du bist wieder sauer, wie ich sehe. Schlimmster Tag aller Zeiten. Und das nur im Schlaf? Ich glaube, der hat tatsächlich irgendwelche Albträume oder so. Ist natürlich scheiße, ne, wenn man sowas hat. Tim und Ashley sind soeben gute Freunde geworden. Sehr schön. So. Fleißig arbeiten tust du ja. Du bist auf dem Weg zu deinem Projekt. Du bist auf dem Weg ins Bett. Hast eine peinliche Dings. Was habt ihr jetzt zusammen? Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Und was machst du? Schnell duschen, okay. Ich hoffe, das gibt hier kein Dings. Ich hätte ja einfach, ich wäre an ihrer Stelle, wäre ich ins andere Bad gelaufen. Aber was will man machen, ne? Jetzt komm runter, mein Freund. Ich glaube, ich muss tatsächlich dafür sorgen, dass der irgendwie da Punkte zusammenkriegt. Zu zwei Verabredungen gehen. Erwachsen werden. Mit bestem Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Das könntet ihr ja beide schon sein, ne? Das heißt, wir können da tatsächlich auch mal eine Hochzeit so planen, ne? Denke ich mal. So, du hast deine Dings gemacht. Achso, du musst gar keinen Abschluss machen.
Das heißt, den hat sie ja schon abgeschlossen. Heißt, wir müssen nur noch zwei Sachen machen. Nee, drei Sachen. Mit einem Abschluss einen Job erhalten. Das heißt, für dich wird es Zeit, dass wir da mal in die Karriere einschlagen. Eine Karriere. Dann brauchst du dich gar nicht in der Uni mehr einbringen. Müssen mal gucken, online bestellen, ein Geschenk basteln. Jacob möchte seinem Chef ein Geburtstagsgeschenk machen, kann aber nicht den Arbeitsplatz verlassen. Ein Geschenk basteln, komm. Jacob ist unheimlich begabt. Sein Chef ist absolut beeindruckt. Sehr schön. Das ist zwar ganz nett, aber da sind wir ja schon mit beschäftigt. Ich dachte, wir hätten. Ach, guck mal, Komikerin. In was? Wir haben in. Was für einen Abschluss hast du? Hast du eigentlich Theaterwissenschaften oder nicht? Da muss ich mal gucken, was wir da. Warte, dann muss ich sie doch mal kurz einschreiben, damit ich mir das angucken kann. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.